Ja, ich wollte ein bisschen was über Programming-Puzzles und Code-Golf erzählen. Frage vorweg, wer kennt alles Stack Exchange? Ja, anwesend. Okay, ja, genau. Was ist da Quatsch? Erstmal Code-Golf, ganz klar, irgendeine Aufgabe mit möglichst wenig Code erledigen. Meistens sind die Aufgaben auch relativ, ja, klein. Ein Programming-Puzzle ist was Ähnliches, eine gestellte Aufgabe mit irgendwelchen Einschränkungen, die zusätzlich oben drauf kommen, auch irgendwie erledigen. Natürlich programmtechnisch. Bitte? Auch möglichst wenig Code. Das ist in den meisten Fällen dort egal. Eigentlich immer, ja. Dazu gibt es auf Stack Exchange natürlich ein, ja, ein passendes Unterforum. Weiß nicht, ob man das da Forum nennen kann. Eine QA-Section. Code Golf, ja. Und da gibt es natürlich ein Bewertungssystem für Code Golf-Aufgaben oder Programming-Puzzle-Aufgaben. Man will ja natürlich gewinnen. Beim Code Golf, wie gesagt, soll der Code möglichst kurz sein. Kann das natürlich verschieden messen, ob es jetzt Bytes sind, Chars oder Symbole, weiß nicht, also Statements innerhalb von Code. Unterscheidung zwischen Bytes und Chars ist da ganz wichtig, denn spätestens wenn es darum geht, irgendwelche Zahlen zu generieren und mit Zahlen zu arbeiten, greift man ganz schnell in die UTF-Bereiche und schmeißt damit japanischen oder arabischen Zeichen um sich oder Rändern. Ja, bei einem Popularity-Contest wird mit Votes gewonnen, bis zu einem bestimmten Datum. Dann werden halt die Sieger bekannt gegeben und dann wird noch weitergemacht. Ich habe da einfach mal fünf Beispiele mal rausgesucht, die extra spaßig sind. Ja, das war Absicht. Die wollte ich einfach mal so zeigen. Erste Frage natürlich: Most creative way to display 42. Wie man schon vielleicht am Titel erkennen kann, das ist ein Popularity Contest. Aufgabe ist halt irgendwie 42 anzeigen. Kann auch innerhalb von 3 Terabyte anderen Daten irgendwo 42 drin stehen. Ausgabe irgendwie im Log irgendwie herleiten, als ASCII-Bild ausgeben oder wie auch immer. Hauptsache es ist dort. Ich hatte das ursprünglich versucht mit Screenshots hier reinzuballern, aber nein. Insofern Klick. Hilfe. Denkt ihr mit dem Tuch? Nein. Aber Was? Also, oben halt die Fragestellung, natürlich noch mit einer schönen Herleitung, Bipapo, Douglas Adams darf natürlich nicht fehlen. Ich scroll gleich mal zur besten Antwort. Brainfuck ist übrigens gerade bei beschränktem Code oder sowas immer eine sehr gute Wahl. Hier hat der betreffende Autor 42 geschrieben, die eine 42 ausgibt, die 6 mal 7 gleich 42 ausgibt. Brainfuck. Ja. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen durch die diversen Antworten scrollen. Wir sehen hier, es gibt 4 Seiten, 100 Antworten. Ja. Hier hat jemand mit 10 ein bisschen Spaß gehabt. Ja, okay. Ich glaube, das führt am Ende auf die Punkt-vor-Strich-Rechnung hinaus oder irgendwas. Keine Ahnung. Bin das nicht nochmal genau durchgegangen. Nochmal eine Brainfuck-Antwort. JavaScript, fu, wer weiß. Oh, Text-to-Speech, ne? Okay. Ja, das sieht nach unscrambled Code aus. Das kann man vielleicht sogar ein bisschen lesen. Wer weiß, keine Ahnung. Und also man kann hier wirklich auch Tage zubringen. Zur Not wird man halt von ASCII-Teppichen zugeschlagen. Zoe de Chanel, wo, Alter. Und hier sehen wir eine 42-Ception. Nee, noch mit Douglas Adams noch drin.
Ja, und so weiter. Also ich, man kann jetzt, Mathematiker, ja, okay, gut. Ja. Das ist auch ganz großes Tennis hier. Und everything halt. Es ist valides Output. Und natürlich der Windows Calculator darf auch nicht fehlen. Das ist auch valides Output. Pi mal Daumen. Ja, ja, Pi mal Daumen und wer who gives a fuck about Nachkommastellen. Produced in the number 2014 without any numbers in the source code. Das ist ein Beispiel für halt, ne, klar. Es ist, da gibt es mehrere Wertungen. Es gibt halt shortest overall, shortest nur ASCII. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt. Nach Sprache nochmal eine Bewertungsgeschichte, nach Sprache mit nur ASCII und nicht valide Antworten, die aber trotzdem ganz spannend sind. Und natürlich die Aufgabe ist halt 2014 irgendwie auf das Standard out zu kriegen, ohne die Benutzung von irgendwelchen externen Ressourcen. Wäre ja auch einfach auf die Systemzeit zuzugreifen. Oder eine Datei, die neben dem Programm liegt und die 2014 enthält. Oder sowas. Menschen sind da ja erfinderisch. Da gibt es, ich glaube, auch einen Riesenhaufen an Antworten. Oh, das ist irgendwas zu bedeuten, dass da ein gelbes Dingens dran ist. Ja. Er ist ja auch verbunden mit dem Netzwerk. Ich hab auch keine. Okay, es läuft wieder. Wir haben wieder Internet. So, wir haben wieder Internet. Ausgezeichnet. ja, die kürzeste Antwort mit irgendwelchen Zeichen hat tatsächlich nur 5 Bytes. In tatsächlich Befungel geschrieben oder Befunch, wie auch immer man das aussprechen möchte. Das ist der Code hier oben. Ich glaube, das B ist kein B, sondern irgend so ein UTF. Nee, gar nicht. Quatsch, die kürzeste Antwort ist diese hier. Hier sehen wir irgendeinen so komischen Rand. Oder vielleicht ist es auch ein Schriftzeichen einer Sprache, die mir nicht bekannt ist. Ich glaube, die funktioniert trotzdem so wie die hier oben. Nämlich, dass als erstes dieses Zeichen auf den Stack gepusht wird, wird dann ausgegeben und das Programm ist zu Ende. Das heißt, das entspricht wahrscheinlich genau 2014. Insofern relativ langweilig. Die ASCII-Only-Antwort, ich kenne DC nicht. Vielleicht auch irgendeine esoterische Programmiersprache. Keine Ahnung, die funktioniert wahrscheinlich genauso. Der Desktop-Calculator, oder? Schreck lassen. Ja. Okay. Dann halt noch ein Riesenhaufen Antworten nach Programmiersprachen, die alle genauso ähnlich funktionieren. Die nehmen irgendwelche. Was? Wo? Kannst du mal die MATLAB-Variante ausmachen? Das würde mich auch mal interessieren. Nein, bitte nicht. Das ist Auto. MATLAB. Also das nimmt man mal automatisch Dinge und Windows ausführt. Da, MATLAB. Ja, das ist auch wieder dieses tolle Zeichen. 2-Byte UTF-Character, ja. Okay. Deswegen zählen die auch hier in Bytes. 4 Characters, 5 Bytes. Ja. Also, ich habe gerade nochmal Bock auf die Assembly-Antwort. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Ja, okay. Also die funktionieren halt effektiv alle irgendwie ähnlich, dass sie mit irgendwelchen Zeichen rumhantieren, die halt keine Zahlen sind. Warum holt dann 0 drin? Was ist wahrscheinlich ein O, ja. Oben ist ein O, da unten ist ein 0. Das hier? Ja. Wer weiß. Das weiß man nicht so genau. Ja, also die laufen halt alle über diese Ordinal-Kisten. Morse Code war auch noch sehr spannend. ist allerdings nicht valide, weil das irgendwie, glaube ich, keine Tokens sind oder sowas. Ja,
Also die Leute sind da echt erfinderisch. Ich weiß, es ist ein Prince the Current, ja, okay, das ist halt so eine einfache Antwort halt. Time.new.year ist eine, das ist eine temporäre Lösung, funktioniert nicht dauerhaft. Ja, ja, die ist auch nicht valide, die Antwort. Invalid but interesting answers. Bei Morse Code ist es halt auch nicht. Ja, das ist tatsächlich, ja. Die ist tatsächlich 0 Bytes groß. Funktioniert aber nur mit genau dieser einen Version. Nee, funktioniert mit 1.3.4 Versionen, die 2014 released wurde. Okay. Ja. Ne? Funktioniert ja bei mir auch. Damals war wahrscheinlich B2 aktuell. Ja. Kommen wir zur nächsten. Kreative Arten zu bestimmen, ob ein Array sortiert ist. Es gibt so ein, ja, das Tag-System bei Stack Exchange, das hat den Tag-Code-Trolling mit abbekommen. Es gibt ja auch immer ganz viel auf Stack Overflow diese Antworten, diese Fragen so, hier, wie mache ich das denn da mal? Und dann weiß man ganz genau, das sind irgendwelche Hausaufgaben oder so, die einfach an die Community weitergeben. Deswegen ist auch irgendwann mal dieser Punkt Code-Trolling entstanden, dass man halt irgendwelche komischen Antworten reinballern, die höchst unperformant sind oder einfach 42 ausgeben oder was auch immer, aber richtig aussehen und so. Aufgabe ist ganz einfach, man kriegt ein Int-Array rein, soll ein Boolean zurückgeben. Ja, nee, irgendwie. Auch recht spannend. Kann ich das hier irgendwie machen? Alter. Dangerous. Allow all this page. So, das ist hier nicht. Ohne temporarily. Genau. Ja. Oh mein Gott. Ja, also die. Oh, Alter. So, die beste Antwort ist, basiert darauf, dass es länger dauert, ein sortiertes Array zu sortieren, als ein unsortiertes. Glaube ich, so ungefähr ist das da beschrieben. Das heißt, er hat irgendein Array, das definiert er sich selber, das ist unsortiert, misst die Dauer, wie lange es dauert, so dieses Array, wie viel sind das, 10 Millionen, 1 Million, nee, das sind 1 Million Mal zu sortieren, sortiert es, misst nochmal 1 Million Mal, vergleicht dann die Zeiten und sagt, ist es halt sortiert oder nicht. ja. Also, und es dependent auch noch natürlich auf den Sortieralgorithmus. Die JavaScript-Antwort, die zweitbeste, ist auch sehr cool. Sagt halt, gib mir mal ein Array. Fragt dann, ist es denn sortiert? Wenn da ja reingegeben wird, ist es... So, wenn er irgendwas anderes als Ja oder Nein reingibt, sagt er RTFM. Der beste Kommentar dazu sagt -1, not enough jQuery. Auf dieses not enough jQuery komme ich auch noch, glaube ich, auch später nochmal drauf zurück. Oder? Weiß ich nicht genau, ich will nichts versprechen. Er hier hat sich auch richtig Mühe gegeben, allein schon mit dem Schreiben der Antwort. Das ist, glaube ich, ein umgedrehter Quicksort. Oder sowas, den er macht? Weiß ich nicht. Also er generiert sich alle Permutationen aus zweier Subsets aus dem Input-Array, guckt, ob die jeweils richtig rum sind und weiß ich, keine Ahnung, aber der Code ist auch ewig lang. Sagt hier for the record, nach einem frischen Neustart und 12 Elementen dauert es 13 Minuten, 13 Elemente dauern 3 Stunden und 14 brauchen über und ja und so weiter. Oh, sorry. This is probably the least efficient algorithm I've ever seen. Should be around 4 and this duration was 5 and 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 5 er kann aber nur bis ein Input bis maximal 52 entgegennehmen. weil, also er hat eigentlich wohl auch noch, der Code geht wohl noch bis NPOS, weiß nicht genau, also das maximale Integer-Maximum, weiß ich nicht. Aber er darf nur 30.000 Zeichen reinpassen. Schade. ja, irgendwelche esoterischen Programmiersprachen.
Nee, das kann esoterische Programm. Fuck, das ist für die Sie-Maschine. So ein Text-Adventure. Nein. Inform ist eine spezielle Programmiersprache, die so tut, als ob sie ein Adventure ist. Dann das, okay. Voll geil. Dogo Ruby, da muss man noch irgendein Setup ausführen. Dann hat man hier den Code und das ist dann irgendwie die Ausgabe. Weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Ja. Das ist eine PHP. Ja. Weißt du, ich bin der Klug. Also er stellt sich eine temporäre Tabelle, fügt da alle Zahlen ein, holt sie sich sortiert wieder raus. Also das Order By ist da ein ganz wichtiger Teil der Business Logic. Und vergleicht die beiden Arrays miteinander. Am Ende schmeißt er immer noch wieder die Tabelle wieder weg. Ja, also diese Antwort entspricht der Qualität der Fragen von vielen PHP-Fragen auf Stack Overflow. Tatsächlich, es ist echt schade und leider und überhaupt. Er macht hier irgendwelche Statistiken oder sowas, weiß ich auch nicht genau, habe ich mir nicht genau durchgelesen. Das ist C-Sharp oder C++? Das ist C-Sharp. Ich weiß nicht genau, was, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber... Ja, das ist, boah. Kendalls Tau-Koeffizient. Ich hab... Müsste man sich mal genau durchlesen, was der da überhaupt veranstaltet, aber meine Herren. Da stand eben, this function is very easy. Was, wo? This function is also very easy to extend the functionality of, okay, schade. Ja, also... Jetzt gebe ich auch so langsam den Bereich, den ich mir nicht mehr durchgelesen habe. Ach ja, genau. Das ist auch ganz großes Tennis. Der iteriert über das Array in dreifacher, Potenz 3 und vergleicht immer Dreier-Tupel davon. Und sagt so, wenn auch nur ein Dreier-Tupel davon nicht in der richtigen Reihenfolge ist, ist wahrscheinlich das ganze Array nicht in der Reihenfolge, in der richtigen. Wahrscheinlich. Nee, das ist schon, eindeutig, wenn ein Element liegt. Ja, richtig. Wenn das halt nicht so ist, dann ja, bla. Ja, das ist auch eine ganz, ganz spannende Kiste. Print every character your program doesn't have. Also Aufgabe ist halt, gib alle Chars von 0x20 bis 0x7e aus, die nicht in Quelltext stehen. Relativ interessant. In diesem Fall auch CodeGolf, man soll das möglichst kurz machen. Ich find alleine die Frage schon sehr kreativ. Beste Antwort, PHP, 4 Chars. Der Quatsch hier, muss man nur... Punkt PHP. Nennen in / home irgendwo. Dann führt man den Quatsch aus, kriegt einen Syntax-Error. Very nice. Ja, ist auch, wie man sieht, auch die beste Antwort. Das ist ein Polyglot, funktioniert in den ganzen Programmiersprachen, hat den Inhalt, tut nichts, weil nämlich alle schon im Code drin sind. Hat dementsprechend auch 95 Bytes an Größe, wie man hier oben sieht. Irgendein Golfskript-Kram. Whitespace ist auch vorhanden als Antwort. Das ist auch immer schon mal eine gute Idee. Das ist Golfskript. Golfskript ist ein Aufsatz auf Ruby, der speziell für Code-Golf-Kisten zugeschnitten ist. Also Golfskript hat zum Beispiel das eine Feature, dass alles, was im Code drinsteht, schon mal in einen Print reinkommt. Einfach so, schreibst du B rein, kommt B raus aus dem Code. Automatisch. Das heißt, man kann sich das Print schon mal sparen. Die falschen da ja um jeden Char. Ja, also die PHP-Antwort war eigentlich die beste. Ich glaube, das ist auch schon die letzte Geschichte. Return 1, irgendwie. 1 zurückgeben, ausgeben als Return-Wert, bla, irgendwie. Wurde allerdings geschlossen als too broad. Ja. Das ist wiederum auch ein Popularity-Contest. Close is too broad, bla.
dann kommen sie halt an mit Return nicht null und echt Weichschleifen, keine Ahnung. Brainfuck ist natürlich auch wie immer vorhanden. Ja, hier haben wir hier, ja, hier haben wir die. Oder halt die Golf-Skript-Antwort. It took a long time to organize this code to its most pure and I dare I say it, beautiful form. The language of the language does not come without years of dedicated practice. A program that, without a zero instruction set computer, can literally never be compressed any further. My entire code career has been leading to this moment. I am free. I am alive. I see the code that underlies the universe. Das ist auch sehr spaßig, die Java-Antwort oder eine Java-Antwort. Ruft dich selbst mindestens 2 hoch 1024 Mal selbst auf manchen Plattformen vielleicht ein bisschen mehr. Gibt halt dann irgendwann doch vielleicht mal 1 zurück. Aber es kann auch halt auch wesentlich länger dauern, wenn kommt halt auf die Stack-Size wahrscheinlich an. Wow. Gibt wahrscheinlich sogar ziemlich oft eins aus, wer weiß. Ah. Oh, Fisch, das ist, glaube ich, eine. Das ist, glaube ich, ein Brainfuck Dialekt. Oder Bifunge. Oder Bifunch. Nee, Bifunch müsste das sein. Ja. Wie dem auch sei. Die JavaScript-Antwort. Gibt es einen One-Manager und ein Initialize One und Get Value und Get One und. Er macht dich erstmal einen One-Manager, initialize die One da drin und wenn das Success voll ist, dann gibt er eine Value zurück. Bla. Der One-Manager. Ja. Er hat die One-Manager-Factory. Robust piece of code you got there. Das ist irgendein JavaScript-Gewurscht. Keine Ahnung. Hier gibt es auch noch irgendeinen Quatsch, weiß ich nicht, das ist ganz großes Tennis. Das gibt auf jeden Fall auch 1 zurück. Das ist ganz großes Tennis. Hä? Den get the return fails. Steht im Finally. Finally wird immer ausgeführt. Finally. Ah, oh. Ja, Ja. Ich gucke gerade nur noch, ob es hier noch irgendwas anderes Spaßiges gab. Ja, das Rhetorical Java. Auch ganz großes Tennis. Float Factory Factory Get Instance Float Factory Factory Punkt Get Default Instance Description String Get Factory Locale Get Local ENUS Create Builder Set String 1.0 Get Result. Das ist halt der Java-Code halt. That's how you do it. Business Java. Business Level Java. So, und dann gibt es noch einen For the Lulz. Fizzbuzz kennt wahrscheinlich auch jeder. Iteriere von 1 bis 100. Bei jeder Zahl, die durch 3 teilbar ist, gibt Fizz aus. Wenn es durch irgendwie 6 oder 5 oder irgendeine andere Zahl teilbar ist, gibt Buzz aus. Wenn es durch beide teilbar ist, gibt Fizzbuzz aus. Ansonsten die ganz normale Zahl von 1 bis 100. Davon hat jemand sich eine Enterprise Edition ausgedacht. Natürlich auch in Java. Nein. Ich weiß, also 3 und 5 waren die beiden Zahlen. Ja, so. Das frag mich nicht, ich kann nicht drauf rechnen. Man kann die einfach mal so sich reinbohren in die Packages. Source, Main, Java, Com, Series, Company, Business, Java, Fizzbuzz. Packaging, Naming, Package. Da gibt es ein Impel und ein Interfaces-Package drunter. In den Interfaces, da kann man einfach mal so durchklicken. Alter. Es gibt ein Loop Context State Manipulation, Loop Context State Retrieval und Execution Classes. Ja. Mal in die Impel reingucken. Ah. So. Guck dir halt so ein Scheiß raus. Scheiße, ja. Loop, da gibt es Condition, Context, Finalizer, Initializer, Runner und ein Step. Irgendein Scheiß halt. Also ja, da kann man sich halt durchklicken und immer wieder weiter WTFen. Damit beende ich meinen Vortrag.
falls Bedarf besteht, es gibt noch genug Programming, was jetzt so ein Code-Golf, wenn ich noch weiter.